Moin Moin und hallo und willkommen zurück zu Blackbeard. Ja, was soll ich machen? Blackbeard. Verteilerbereiche. Ich glaube, es ist immer da in den Bereichen, wo die sozusagen tätig sind. Die Herren und die beiden Damen. Dort die ganzen Minispiele zu machen. Der Panzerwagen soll mal abhauen. Schnapp ich mir den gleich und dann beschweren sie sich wieder. So. So, wir sollen jetzt wieder schon in den Panzerwagen einsteigen. Machen wir auch. Nachdem wir uns hier die Dera entledigt haben. So, mal gucken, wo soll ich ihn hinbringen? Sollen einmal im Kreis fahren irgendwie. Für uns natürlich ziemlich doof. Was war das? Wieso hat er sich gedreht? Easy. Da wäre ein Altar gewesen. Aber darauf kann ich jetzt gerade gar nicht eingehen. Wir müssen jetzt schnell hier reinfahren. Und dafür sorgen, dass wir den Wagen abliefern. Wow, wow, wow. Na super, haben wir nicht geschafft. Weil ich ein Genie bin. Aber dann würde ich sagen, schnell nach oben. Und hier war doch irgendwo jetzt der Altar, oder nicht? Erstmal den Turm hier wegmachen. Wo war denn jetzt hier irgendwie der Altar? Hier war irgendwo ein Altar. Kann man auch einfach mal auf die Karte gucken. Ah, hier haben wir einen Altar. Ah, zuerst machen wir ruhig das nochmal, das was uns da angesagt wird. Den Altar kann man später immer noch machen. Satan uses these things to arm and send off armies to crush his enemies. If you convert all the control stones, we should be able to use them to get around hell even faster. Predictably, there's a terrifying archdemon protecting the marshalling ground, so it's gonna be a fight. Don't worry, though. Well, maybe you should worry. It's a scary fucking demon, but whatever. You'll figure it out. Okay. Now come out wherever you are. Gotta pick it up. Who's laughing now? Schönes Saint-Symbol. Und den zweiten auch mal ganz fix eingenommen. Dankeschön, lieber Erzdämon, ich habe dich bereits erwartet. Kapuch. Oh Gott. Thank you.
mal eine bessere Waffe für den Stuhl wieder. Wir müssen in ein besseres Gebiet. Wir müssen weg, wir müssen nach unten. Hier haben wir mehr Platz. Und dort können wir ihn dann auch besser ausweichen. Komm runter, Junge. Dass wir den Stampfer aufgeladen haben, damit können wir ihn immer gut betäuben. Und damit hätten wir ihn jetzt auch besiegt. Ich bin immer sehr konzentriert bei solchen Kämpfen. Deswegen rede ich da nicht so viel. Ach, zum Teleportieren. Okay. Also ein Fast-Travel-Ding. Hier geht die zum Start der Erlösung. Ja, machen wir doch glatt. Huch, vorbeigeflogen. ...2000 zu schaffen. Okay, dann wieder... ...10.000 nur für... ...die Goldmedaille. Den sind wir gleich erstmal vorbeigerast. Schlechter Start, aber jetzt. Oh, nicht, den haben wir jetzt ernsthaft nicht bekommen, na super. Egal. Bronze schon mal erledigt. Schöne Vierer kommen ja dann extrem viel Geld rüber. So, immer schön die wieder aufsteigenden Seelen, die bringen uns mehr. Ein bisschen Tempo. Und da haben wir Gold auch schon erreicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen ein. Ehe es gleich eh vorbei ist. Jupp. Das ist auch schon vorbei. Erlösung. Goldmedaille. Erledigt. Und wir sind Stufe 10 geworden. Sehr schön. Boni leider nicht Aktivitäten. Erhöht den Schadenspotenzial der Umwelt. Okay, die Seelen, die mir helfen. Hm. Gesundheit Upgrade, ja. Nehmen wir doch glatt mit. Was haben wir hier? Supersprint, neue Upgrades, Tempo 3. Jo, nehmen wir. Ja, weniger Ausdauer, klingt auch immer gut. Noch weniger Ausdauer, klingt noch besser. So. Ich soll mich also zum Ultor-Gebäude aufmachen, aber zuerst... wollte ich auf die Karte gucken und mir den Altar markieren. Huch, oder auch nicht.
Emboldened by the power of song, Jezebel set out to find the one man that could save her from her impending nuptials. Fortunately for her, Johnny's trail of destruction wasn't too hard to follow. One night with any lover, but you have to punch a panda. Do you do it? Ooh, good question. Mr. Gat? Who are you? Well, I'm a... We're not doing that again. Oh, okay. I'm Jezebel. Good to know. What are you doing? Threatening you. You're not marrying the president. I don't want to marry the president. Wow, that was easier than I thought. My dad's making me do it. What now? Now I'm holding you hostage. You don't need to do this. Yeah, that's what hostages always say. No, like, you really don't need to do this. I'm here to help you. Yeah, but I already have the gun drawn, so, Are you kidding me? Maybe. I'm not sure yet. I'm kind of winging it. Can you wing it without the gun? Eh, it's a comfort thing. Not for me. What do you want? For you to put the gun down. Get used to disappointment. You sound like my father. What? He's always telling me that life is about misery, not happiness. That dreams only exist to make people forget about their own mediocrity. Man, that's depressing. Being the devil's daughter sucks. What do you want? I want to punch my dad in the face. We're gonna get along just fine. Of course, Jezebel was speaking metaphorically, but Johnny didn't notice. Jezebel was eager to help Johnny in any way she could, and vowed to find a way to sneak him into the palace. Johnny frowned at the seemingly arbitrary amount of time required for Jezebel to find a way to sneak him in. But he accepted the fact that without traditional missions, this was the best way to further the story. War gerade das Entwicklerstudio eingeblendet, wo Johnny Gat saß und sich drüber gewundert hat. Jezebel went back home. She's gonna let us know when she can sneak you in. In the meantime, let's... Wait, someone's... Hey! Get your hands off me, you fucking troglodytes! We have your friends, mortal. And they will writhe until their screams no longer please us. Tight, Dane, I'm coming! Fuck! Oh! Don't mind me, just... Free to kill these bastards. Ah, I'll be right here. Don't die on me. Not planning on it. Let me touch. Wiederbeleben. Wir helfen ihm hoch. Worse than drinking well bourbon. Way to keep things in perspective. Thanks, man. Wo bleibt mein Questmarker für Blackbeard da? See what these things can do. Glyph in der Nähe. Ich habe sie, glaube ich, gerade schon gesehen, bin mir aber nicht sicher. Ne, es war nur Feuer. Aber hier war doch gerade eine Glyphe in der Nähe. Es wurde mir. Hier ist eine Glyphe in der Nähe. Irgendwo. Hier nicht mehr. Glyphe in der Nähe, da ist sie. This treasure better be worth it. Rette Blackbeard? Okay. Oh, wir sind jetzt verdammt schnell. Gotta pick it up. Wir sammeln noch schnell die Seelen ein. So, Blackbeard, dann rette ich dich jetzt mal. Er wird auch so festgenommen. Gehalten von solchen. Goddamn right they will. Look
Und hoch mit dir, Black. When this is all over, I don't suppose you'd be interested in sharing some rum. Fuck yeah, I am. Dunkles Ritual gestoppt, sehr schön. Überall diese Panzer waren. Uiuiui, so. Rette Shakespeare. Ja, wir müssen die jetzt gerade, unsere Kollegen gerade alle mal retten, scheinbar. Oh, das kriege ich ja hin. Während ich hier ein paar Seelenschwärme einsammle, auf dem Weg zu Shakespeare. This is what I'm talking about. Lights up. God is painfully having a soul in his body. Silently he prays for a death that will never come. I'm gonna save you, Bill, but you gotta stop fucking monologuing. Oh, wie viele Schüsse halten die aus? Oh Gott, ich treffe ihn gerade gar nicht. Geht doch. Und hier, komm hoch. For he today that sheds his blood with me shall be my brother. Fuck yeah, Henry V. B. Fifth. You lost me. 3 von 5 dunklen Ritualen schon gestoppt. Und hier sind noch extrem viele Seelenschwärme. Und es ist eine Glyphe in der Nähe. Jetzt nicht mehr. Hier war doch gerade noch eine Glyphe in der Nähe. Glyphe in der Nähe. Alles klar, dies muss hier irgendwo in dieser Gasse sein. Irgendwo hier in der Nähe. Hier vielleicht? Ja, reiße den her. Und wir reißen das Herz raus, komm. Zieh! Da haben wir das schöne Stück. Und weg damit. War da gerade die? Da war sie. Also doch hier drin. Yeah! So, die Zwillinge retten und danach müssten wir nur noch Vlad, Blackbeard, ah Vlad müssen wir dann noch retten, stimmt, Vlad. Wie ich hier gerade sehe, können wir hier unseren schnieken Wandlauf einsetzen, um hier hochzukommen. Hier das Ganze auch nochmal machen. This feels good. Lost count on these things. Und 5 von den Dingern. Running out of juice. You hurt my sister, so help me! I'm coming, Kiki. You can't make me bake. That lady's tougher than she looks. Mir echt, wie viel die aushalten. So, einen tot. Zweiter tot. So, jetzt geht doch mal down, ey.
Wie viele Magazine muss ich noch in dich reinkloppen? Ja, sehr schön. Ja, der hat wieder sein Schild bekommen. So, noch einer. Komm, auch du gehst down. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Kill all those motherfuckers. Alles klar. Thanks. Listen, about the syndicate. Listen up. Don't worry. Besides, I'm still alive. You died on Earth. I figure that's a wash. Makes sense. Gotta pick it up. Dunkles Ritual gestoppt. Was ist das hier? Schwursturm beginnt. I know this is petty, but Vlad won't stop bitching about some frat boys that tossed his castle when he was locked up. Personally, I got nothing against poli-sci majors with popped collars, but as a general rule, I like to keep people with nicknames like the Impaler happy. It'll really keep things going smoothly with Vlad if you could show up to one of the frat's pledge games and smack him around a bit. Who knows, maybe you'll make some friends. Isn't that what college is really about? Okay. Durchgedreht. Also man sollte hier am besten dadurch diese Tore jagen. Um da Bonuspunkte zu kriegen, so ungefähr. Wer ist denn der Anführer der Studentenverbindung? So, ich schäme mich hier hin, mach gleich mal so eine Dreier-Kombi. Ah, Mist. Und Pam. 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 Und komm hier. Durch da und durch da und du auch da durch. Bescheuert. Ich kriege irgendwie Punkte für den Anführer der Studentenverbindung, aber ich weiß ja nicht, wer das ist. Rein da in die Tore mit euch. Hep. Du auch da rein. Du auch. Du da hinten rein. Spursturm 1 von 3 geschafft. Alles klar. Rette Vlad. Als letzten, den wir noch retten müssen. Aber das machen wir natürlich gerne. Die anderen haben wir auch schon gerettet. Uiuiui. So, was haben wir denn hier? Sniper, Schrotflinte. Wir nehmen einmal den Sessel. Und wir retten Vlad. Dieser Stuhl ist super. Und wir haben auch gleich einen Altar neben uns. So, wir haben alle gerettet. So, was ist hier? Beschwören. Was mache ich hier? Den Sessel kann ich ja schon mal ausrüsten. F1. F2. Sometimes you don't need blind loyalty. You need firepower. That's where the tower comes in. Wir nehmen doch lieber die Pistole. You can move,
but boy, can it blow things to hell! Okay. Oh, was geht denn jetzt hier ab gerade? Oh Gott, ich bin wieder voll HP. Uiuiui, es war ziemlich deftig hier. Fliegen da oben. So. Kaputt machen hier. Ah, kehre zum Altar zurück. Beschwörung ist nicht so meins, finde ich. Was haben wir hier bekommen? Elementturm haben wir bekommen. Kehre zum Blackbeard zurück, kehre zu allen zurück, alles klar. Boni. Nehmen wir mit, den Boni. Und Arsgeier. Ja, nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir alle. Ah ne, Löhne gegen Schwärme. So, jetzt haben wir alle Boni. Hier, sehr schön. Gesundheit, Regeneration nehmen wir auch noch mit. Jetzt sind wir wieder pleite, aber das kriegen wir relativ fix jetzt wieder rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.